Okay, allmählich hörst du ziemlich stark auf, cool zu sein, mein Freund. Ich kann jetzt hier nichts dagegen halten. Jetzt war schon mal ein Granitbergwerk für später hier, weil wir keine Steine mehr kriegen werden. Zumindest nicht in näherer Zeit. Den hier können wir vielleicht einstampfen, weil wir das hier schon stehen haben. Der Boden hier ist mir egal. Ach, so weit latschst du nicht, oder was? Da haben wir einfach keinen. Doch, wir haben noch Holzfäller. Zumindest die Soldaten funktionieren, schätze ich. Zumindest Soldaten funktionieren. Oh, das Gold wird hergestellt. Sobald die Burgen mit Gold versorgt, können wir ein bisschen expandieren, schätze ich. Vielleicht. Aber bevor wir auch noch auf die Idee kommen können, brauchen wir unsere Holzproduktion wieder am vollen Laufen. Na also. Nimm dir die Bäume von da. Es gibt ja einfach für jedes Team keinen Platz. Ich finde aber schön, wie das hier einfach funktioniert. Einfach herrlich. Oh. Wo hast du eigentlich schon der Hauptmann hergeholt, du Drecksack? Hm. Wir hätten vielleicht gar nicht in die Richtung gemusst, sondern einfach nur sofort nach Süden eilen müssen, das Material von hier zu holen. Und hier hätten wir von hier den Fisch holen können. Aber den brauchen wir auch generell. Hier brauchten wir das bisschen Platz, das legitim gegeben ist. Und die Bäume, die da waren. Deswegen sind wir da rüber gesprintet. Ich glaube, langsam bewegen sich die Sachen wieder. Mein verdammter Förster! Weißt du eigentlich, wie unhilfreich das jetzt gerade ist, mein Freund? Okay, das Baumaterial muss da irgendwie rüber. Also, Wüstenstraße. Wir stehen uns nirgendwo im Weg. Bringt die Bretter bitte darüber, damit das Zeug da fertiggestellt wird und das alles da funktioniert. Bitte. Die Straße da verschwindet. Ich wünsche, ich könnte das Notfallprogramm manuell aktivieren. Das wirklich nur mit nur Gebäude mit Baumaterialproduktion beliefert werden jetzt. Dann wird sich das Problem sofort in Luft auflösen. Dann werden die ganzen Gebäude hier relativ schnell fertig, besonders das Sägewerk hier drüben. Und dann könnten wir hier unsere Produktion haben, hier unsere Produktion und hier. Und wir könnten an allen Fronten bauen, was wir wollen. Wie viel Granit es hier gibt. Aber so hilfreich ist es auch nicht. Ich brauche nochmal Kohle. Wir dürfen nicht zu viele Minen bauen, weil wir nicht so viel Nahrung haben werden. Okay, es ist schon 30 Minuten her.
17. Also 30 Ingame-Minuten. Tut. Mir egal, solange die Gebäude, die wir in Auftrag gegeben haben, gebaut werden können. Das ist traurig. Aber wir können kurz mal schon die Sachen sicherstellen, die gestellt werden müssen. Das sind die starken Leute, die in den Garten gehen, und das ist erstmal alles. Okay, aber die Zahl der Soldaten macht sie inzwischen ganz gut. Okay, der zweite Holzfäller ist hier gebaut. Er kann jetzt hier die Bäume wegmachen, damit er hier wieder arbeiten kann. Dann wird der Förster relativ schnell fertig sein. Und dann funktioniert dieser auf. Fahr zur Hölle, das kannst du nicht machen. Nein! Meine Produktion! Mein Fisch! Mein Holz! Mein Haus, meine Yacht, mein Pferd. Nun, das ist jetzt blöd. Diese Brotproduktion wird einen leichten Schlaganfall leiden die ganze Zeit über. Bisher scheint der Fisch es zu regeln, aber... Nur Gott weiß, wie lange das hält. Also. Dann also haben wir keinen Platz für Fisch oder für einen weiteren Holzfäller. Müssen wir jetzt hier einen Holzfäller hinsetzen. Was auch nicht hilfreich ist. Ja, das wäre jetzt Unsinn. Zumindest steht der wunderbare Förster noch. Oh, jetzt haben wir wirklich keinen Platz für einen Fischer. Ja, toll. Ich hasse dich. Das nehmen wir ihm gleich weg. Sofern es nicht direkt alle Soldaten kostet, die wir haben. Wenn wir leveln, die schon hoch, so gut es geht, aber auch das hat sein Limit. Oh, Gold wird hergestellt, endlich. Da kommt das Gold in die Burgen. Der Förster wird die Getreidefarm ohnehin schon richtig hart schlagen. Vielleicht hätten wir einfach komplett drauf pfeifen sollen, uns eine Getreidefarm aufzubauen und nur fischen. Einfach die ganze Zeit die ganzen Seen komplett leer räumen. Hier setzen wir einen Fischer hin. Wir brauchen den. Fischt mir alles leer, wenn ihr müsst. Macht's einfach. Wir brauchen das Zeug. Okay, das ist der Idee fällt. Das hier gerät irgendwie nicht beliefert mit dem Baumaterial, das ich eigentlich bestellt hatte. Das ist der Bereich hier drüben, der das ganze Zeug frisst. Wir kommen ja aber noch nicht so ganz hinterher, glaube ich.
Blob. Gut, also gerade eben können wir nicht so viel machen. Ich sehe jetzt, komm, das war ein riesiger Fehler. Aber so haben wir 2 Soldaten mehr, die hochrekrutiert werden. Rekruten. So. Zumindest kann er nicht groß was machen. Er kann keine Waffen. Er hat eine Waffenproduktion. Aber er kann kein neues Eisen beschaffen. Er hat kein Eisen in seinem Gebiet. Er wiederum hier. Der kann. Adalba. Nicht wahr? Ja, Adalba kann. Rolf und der Wikinger können nicht so viel machen gerade. Die haben nur ihre Soldaten, die sie haben. Oh, vergiss, was ich gesagt habe. Rolf kann Soldaten rekrutieren, wenn er will. Der Wikinger aber nicht. Das ist schon mal sehr viel wert. Der hat nur Gold. Der hat nur die Truppen, die er hat. Das ist, wenn er klug ist, und das ist er nicht, weil er uns ärgern wird werden wollen. Dann wird er defensiv bleiben. Okay. Drauf. Wir brauchen mehr Holz. Zeug muss transportiert werden und wenn wir die Bäume von hier aus holen müssen, dann ist das genau das, was passieren wird. Wir lassen sowieso keine großen Gebäude bauen und kleine Gebäude sind hier Verschwendung. So, der soll hier förstern, hier können Baumstämme hergestellt werden und die werden dann da hochgeschleift, wenn es sein muss. Das sind einfach die Pfoten von diesem Gebäude hier. Komm mir nicht doch näher. So. Die haben jetzt übrigens ein paar Probleme, weil die keine Nahrung mehr bekommen. Der Fisch reicht nicht. Deswegen brauchen wir den hier ja. Oh nein. Ja, der wird einen feuchten Dreck produzieren. Ja, wir haben nicht so viel Getreideplatz. Was macht die Armee? Levelt weiter. Levelt weiter, solange ihr könnt. Push. Wir haben nicht so viele Burgen, aber wir hätten unsere gar nicht bauen dürfen. Wir hätten das Material schließlich mehr Baumaterial reinsetzen müssen. Oder das ein paar Baracken hochzimmern. Burgen sind hier ganz schlecht aufgehoben auf dieser Karte. Wird an Kohle. Was sie dann, dass die hier streiken, weil die keine Nahrungsmittel bekommen. Und das liegt daran, dass hier unten der Fischer die ganze Zeit niedergebrannt wird. Aber sobald er hier steht, wird er wahrscheinlich effektiv sehr, sehr wenig machen. Okay, hier haben wir einen Fischer, der wird arbeiten. Hier setze ich einen riesigen Haufen Träger zwischen. Damit das Material über den verdammten Berg kommt. Besonders die ganzen Baumstämme, die wir hier später haben wollen. Und dann sehen wir weiter. Ja, gerade eben können wir nur warten. Einfach kein Holz. Die Straße brauchen wir nicht. Mehr Platz, wo der Förster arbeiten kann. Das Baumaterial kann ruhig hier oben transportiert werden. Die Straße hier war unnötig.
Wir müssen gerade sicherstellen, dass die Förster mehr Platz kriegen. Wie hier zum Beispiel. Die Förster arbeiten nur, wenn die wirklich genug Platz kriegen für den ganzen Kram. Was? Die hier? Kein Baumaterial für die. Weil das Straßenanbindung können wir lassen. Und wir müssen hier eine Umleitung bauen. So, kein Baumaterial für diese beiden Gebäude hier. Die brauchen das nicht. Die hier brauchen. Dementsprechend schneide ich auch die Versorgung für den Spaß hier hinten ab. Die brauchen das Holz noch nicht so dringend. Dieses Gebäude hier. Diese Gebäude hier brauchen das Holz sehr drängend. Sobald wir das hier haben, können wir einfach durcharbeiten. Auch einen Förster da hinsetzen. So. Ah ja, der hier auch. Muss auch nicht versorgt werden. Schneid den ab. So. Machen wir so und ziehen hier die. So. Die hier sorgen für Holz. Die müssen versorgt werden. Das hier wird unsere Nahrungsmittelversorgung. Unsere Nahrungsmittelversorgung ist hier. Getreidefarm ist da. Perfekt. Und da geht auch noch auf den Fischer. Armee. Nun, zumindest die machen etwas. Der Großteil unserer Truppen ist jetzt Stufe 3 oder drüber. Wir haben auch schon 18 Hauptmänner gesammelt. Das ist ein Grund zum Speichern, um sicher zu gehen, dass das Spiel nicht sagt, jo. Jetzt kommt ein Angriff und du stirbst. Wir müssten vor einem Angriff das Ganze einrichten. Irgendwie haben wir zu viel Baumaterial direkt rumliegen. Oder wirklich einen Platz, den wir brauchen können. Das hier wäre schon nützlich. Das hier oben ist komplett wertlos. Hat jemand etwas, was wir brauchen? Was nicht einfach nur Bauplatz ist. Den Bauplatz, was wir den brauchen, ist klar. Wenn das hier verschwinden würde, könnten wir uns in eine Burg dazwischen setzen und den noch ein bisschen belagern. Aber bei ihm sehe ich gerade nicht die größte Gefahr. Was bedeuten wird, er wird uns sowas von schlagen bei der ersten Gelegenheit, die er kriegt. Haben wir noch Granit übrig? Nein! Verdammt! Das ist ein Problem, das ich mir gedacht hatte. Granitberg braucht nämlich Granit, um fertiggestellt zu werden. Hier gibt es welchen. Okay, wir machen folgendes. Holzfäller. Einreißen. Da einen Granitmann hinzusetzen, wird natürlich gar nichts bringen, wie wir wissen. Also lassen wir den Holzfäller erstmal weg und setzen Granitmann dahinter, das hier dann schafft. Und dann müssen wir dieses Bergwerk auf jeden Fall anschließen. Da ist drum, soll das Holz benutzt werden. Aber wir brauchen diesen Stein hier. An den da oben kommen wir nicht ran. Hier hinten haben wir nirgendwo Platz für ein Granitbergwerk. Oder Granitmann. Wenn wir einen hätten, dann würde er nicht dahin hinkommen, wo wir hin müssen.
Okay, schon 26 Hauptmänner, das ist schon mal ein guter Anfang. Die Goldversorgung funktioniert schon. Wo? Das Hauptquartier. Da geht er direkt unser Hauptquartier an, der Drecksack. Das war aber klar, dass es passieren würde. Wir haben dieses Mal nicht nur einen einzigen Soldaten da drin stehen. Drecksack.